Schwein, hier, nimm. Toll. Das ist eine Aggressionstherapie mit Sellerie. Und zwar gibt es einen gebackenen Sellerie mit einer Sriracha-Sauce. Was? Wie? Mit einer Sriracha-Sauce. Das ist eine ganz besondere Chili-Sauce aus Thailand, die fermentiert wird. So, ich habe den Knollensellerie eingepiekst. Und jetzt wird er, also der ganze Knollensellerie, das ist wirklich was Tolles. Ich mache ja im Moment so ganz viel Gemüse. Hoppala, oh Gott, meine Knie. Aus meinem neuen Kochbuch, pur, das zeige ich gleich nochmal. Und dieses wunderschöne Gemüse wird eben schön eingepinselt mit Öl. Meine Lieben, und jetzt kommt das Ganze bei 180 Grad 2 Stunden in den Backofen. Also 180 Grad 2 Stunden. So, oh. Ah, muss immer das Ohrläppchen langen, Herr Kameramann. Dann, ja, das kühlt wirklich. Also, das ist der Sellerie. Der war jetzt 2 Stunden drin und der ist weich. Ja, ihr müsst mir das glauben, der ist weich. Und den kann man jetzt. Also schau, der ist richtig weich. Sieht man das? Boah, und den schäle ich jetzt. Boah, du bist so heiß wie ein Vulkan. So, da machen wir jetzt Zeitraffer. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Boah, das Blöde ist, es ist verdammt heiß. Knollensellerie, 2 Stunden, 180 Grad, Backofen. So, und jetzt? Und der ist richtig schön weich. Ja? Und diesen weichen Sellerie jetzt in so mittelgroße Stücke schneiden. So, kommt, das reicht jetzt mal. Und jetzt habe ich die Sriracha-Soße. Und diese Sriracha-Soße, die ist mega. Und wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch eine Chili-Paste nehmen. Oder Tabasco. Naja, nee, Tabasco nicht. Also die Chili-Soße ist toll. Diese Sriracha. So, und da wird der Sellerie, der weiche Sellerie, eingepinselt. So, und dann kommt dieser weiche Sellerie mit der Soße. Und die ist echt mega. Die ist so ein bisschen scharf, sauer, hat ein unfassbar geniales Aroma. In Panko-Mehl. Kennen wir ja schon, ja? Also asiatisches Paniermehl. So. So. Und obendrauf kommt auch noch ein bisschen was von der Soße. Die ist scharf, aber das vertragt ihr schon. So, alright. So schaut es aus. Dann in eine Pfanne ein Stückchen Butter. Zu der Butter, so mache ich das gern, gebe ich Olivenöl dazu. In der Kombination wirklich ganz was Besonderes. Ein Teil Butter. Etwas Olivenöl und jetzt diesen weichen Sellerie mit Panko. Und das muss gar nicht so ordentlich sein, ja? Also das ist schon so gut. Ja? Relaxed. So, mittlere Temperatur und die Butter und das Olivenöl geben dem Ganzen jetzt den kulinarischen Kick. So, einverstanden? Wie gesagt, mittlere Temperatur. Und jetzt in der Zeit, in der Zwischenzeit, werde ich jetzt den Dip zubereiten. Schau mal her. Und der Dip funktioniert folgendermaßen. Hüttenkäse oder auch griechischer Joghurt, ja, funktioniert auch. Einmal rein. Dann von der Sriracha-Soße. Meersalzflocken und Kokoscreme oder was auch geht, was ich jetzt hier nehme, ist von der Kokosmilch eben mehr das Abgesetzte, das Kokosfett. Das kommt noch hier rein. So, einmal rühren. Boah, und das allein ist absolut Bombe, ja, absolut Bombe. Noch ein bisschen von dem Meersalz dazu. Ready. Einmal wenden. Und wir kommen zum Anrichten. Das war's eigentlich schon.
so unseren schönen Hüttenkäse auf dem Teller anrichten. Und das ist einfach Gemüse, so wie es die meisten noch nicht gegessen haben. Also mein Ziel ist es, einfach Gemüse als Hauptdarsteller glänzen zu lassen. Ja? Also nicht irgendwie so ein bisschen Gemüse eben weich gekocht, nee, überhaupt nicht, sondern das Gemüse als Hauptdarsteller. So, und oben drauf kommt jetzt, oh, heiß, heiß, heiß. Und drauf kommt jetzt dieser gebackene Sellerie. Wie gesagt, der war 2 Stunden im Backofen und gern auch von dieser Butter noch hier drüber. Dann noch ein bisschen Salz. Oh, das ist absoluter Wahnsinn. Ich muss einfach sagen, andere Liga, andere Nummer. Gemüse, Hauptdarsteller, Gemüse zum Niederknien, pur. Ich muss einfach ein bisschen Werbung machen. Das ist so genial. Es werden, ich verspreche es euch, ich gehe auf die Knie. Es werden alle begeistert sein. Wirklich, glaubt mir das. Das ist super geil. Hänsel Blitzrezepte. Bon Appetit, würde der Spanier sagen.